So, diesmal mache ich es, bevor ich sterbe. Na, sah das ja gerade so aus wie Wärmekuppeln. Es ist hier warm, ja, ne? Vielleicht. Pathfinder, ja. Das hat Auswirkungen auf Ihren Schild. Ach ja. So, geht's hier jetzt weiter? War bestimmt zum Aufwärmen. Ach, stimmt, ja. Ach ja. Weil es da oben ist, ne? Dann gehen wir da rein. So, habe ich den jetzt... Habe ich den tot? Habe ich die jetzt schon wieder verloren? Ja. Zack, gescannt. Und wenn ich das hier jetzt aktiviere, dann ist bestimmt was los. Zack, mach die Tür auf. Jawohl. Nö. Ist alles okay. Ups. Also ich kann mir nicht anzeigen lassen, wie viel jetzt meine Hitzeanzeige ist. Aber... Ah, hier ist... Ja. So. Oh, was ist denn hier aber? Geht in alle Richtungen, oder was? Einfach mal... Zack. Ach so, das geht entweder links oder rechts denn. Ah ja. Okay. Gehen wir doch erstmal nach hier. Und drüber. Hier laufen mehrere Interface-Verbindungen zusammen. Oh. Ich markiere die, die Sie brauchen. Okay, ja, danke. Aber das ist doch... Da kann man doch bestimmt wieder an jeden Punkt irgendwie ran. Da muss ich erst was an... Nee, ist schon hier das Einzige, ne? Ja, vielleicht für später. So. Da unten war noch einer. Komme ich denn von hier irgendwo? Nee, komme ich nicht weiter. Also muss ich das so machen. Zack. Hat das überhaupt etwas bewirkt? Hä? Dadurch ist jetzt die hier gekommen. Jetzt können wir die benutzen, oder was? Nö. Kann man nicht benutzen. Okay. Gut. Ach, hier ist ja noch einer. Relic-Konsole. Ach, da oben ist noch einer. Was? Oh. Ah, okay. Das ist ja verrückt. Gut, da war jetzt, glaube ich, nicht so was Tolles. Ich weiß nicht, was eine Sprosssaatampulle ist. Vielleicht für Cora mit ihren Blumen? Bin ich mir nicht sicher. So. Da unten ist noch eine neue, aber ich wollte ja auch die da oben irgendwie aktivieren, ne? Da ist ja noch einer. Yep. Was passiert? Yep. Sind da noch zwei? Hä? Ey, okay, oder heißt es jetzt nur, dass es nach hier geht? Okay, den kann ich gar nicht aktivieren. Das heißt nur, dass der zu der Konsole geht. Meine Herren. Aha. Was macht denn das aber? Ist das... Reliktgerät. Weiß man nicht. Ist jetzt das andere wieder weg? Was kann ich denn damit machen? Kriege ich damit irgendwas? Nee. Darüber muss ich irgendwie... So. Nicht das hier kann ich jetzt aktivieren. Das macht aber scheint sonst nichts. Aha. Jetzt ist jetzt alles wieder weg. Ah, das ist ja... Gar nicht so leicht. Wenn ich die jetzt benutze, zack. Ah, dann kommt alles andere wieder, was ich vorher gemacht hatte. Kann ich die jetzt hier wieder deaktivieren? Ja. Aber jetzt ist... Aber die kann ich doch gar nicht benutzen, oder? Nee, das geht ja nicht. Das geht anscheinend nicht, aber da drüben... Die kann ich benutzen. Soll ich die benutzen nochmal? Waren hier unten nicht auch noch welche, die ich irgendwie noch nicht benutzt hatte? Mach ich die nochmal aus? Weil hier war doch auch noch... Genau, die da war neu. Die hatte ich vorher noch nicht... Zack, weg damit. Hä? Okay, das ist ein bisschen gefährlich. Bam. Jetzt war's das. Das ist ja gefährlich. Hä, was soll denn das?
Okay, ich habe noch keine Ahnung, wie das hier funktionieren soll, was man hier macht. Da. Okay, ich könnte jetzt auch nochmal das da drüben ausmachen, ne? Ups, das war falsch. Nicht das hier jetzt ausmachen. Ich glaube, ich brauche mal keine Waffe mehr. So. Jetzt habe ich nur das da. Okay. Was ist mit dem hier? Ah, das geht gar nicht. Ah, okay, dann gehe ich jetzt mal da hoch und dann... ist gar nichts. Dann können wir vielleicht da vorne noch was aktivieren, weil jetzt bin ich ein bisschen ratlos bisher. So. Ach, jetzt geht die hier hinten erst. Das ging... oh. Oder? Doch, die geht jetzt. Zack. Und das... oh, jetzt ist die... aber die war ja vorher auch schon mal da, hä? Die geht jetzt auch? Ging die vorher auch nicht? Gucken, was die jetzt aktiviert. Die macht nur wieder den hier. Okay. Ist es so ein richtig mieses Rätsel, wo man so richtig blöd kombinieren muss? So. Wunderbar. Aber, oh oh. Wo muss ich denn aber? Ich muss doch nach darüber. Was soll ich denn aber hier? Hier? Also irgendwie bin ich mir nicht ganz sicher, was ich hier soll. Ob das nur um die Kiste ging? Ich werde jetzt erstmal noch die andere Seite aktivieren. Vielleicht komme ich da ja dann in Richtung, die sinnvoller ist. So, dann... ach so, ja, hier, ja. Gucken, vielleicht war das ja auch nur eine Sackgasse, die mich einfach nur verwirren sollte. Yep. Und zack, da bin ich. Jo. Mist. So, immer schön in sein Auge. Jawohl, nachladen. Wunderbar. Hey, sind da noch mehr? Huch. Den habe ich ja nicht gesehen. Bam. Okay, Joel geht richtig rein. Aber gegen die brauchen wir vielleicht nicht alles geben. So. Ach ja. Jetzt sind wir hier schon richtig. Wofür war ich denn vorher da drüben? Was sollte das denn? Da ist er. Oh, Tilga. Yep. Davor muss man ausweichen. Das ist ein bisschen zu gefährlich sonst. Das ist ein bisschen abgelenkt. Jawohl. Haben wir schon mal einen Tilga gescannt, ist die Frage. Anscheinend. Oh, der hätte viel dabei. Da ist ja gar keiner mehr. Ah, dann müssen wir nach hier. Können wir hier überhaupt was tun? Ah ja, doch. Geht. Ne, keine Ahnung, wofür die andere Seite da drüben war. Das war ja... bisschen blödsinnig, denn. So. Leben ist auch wieder voll. Hier klingt es überall nach Relikten. Na ja, gut, weil hier überall Relikte sind vielleicht. Ich kann mich nicht mal verstecken hier. Hier. Die halten zum Glück nicht so viel aus. Mann! Vielleicht schaffe ich das ja noch, bevor ich sterbe. Nein, nach... okay. So, noch ein Versuch. So, wenn wir den schnell genug wegkriegen, bevor der Faxen macht, der war... boom. Bevor er kommt... ey, die machen so viel Schaden, diese miesen Schweine. So. Zack, hier für den Assembler. Da hast du nochmal die Feuerkombo, du... okay. Wunderbar. Oh, jetzt kommen da noch mehr nach. Können wir das... oh ja.
So, von hier geht's. Hier, guck mal, was hältst du denn davon? Okay. Er freut sich über meine Explosion. Wir. Ich würde gerne nochmal. Okay, das war gut, ne? Zack. Genau im Auge getroffen. So, ist hier noch mehr? Ne. Aber wir können ja mal hier oben gucken, ne? Ob hier nicht zufällig. Hoch. Eigentlich wollte ich nur nach Schatzkisten gucken. So. Was ist da? Da kommt noch mehr? Hä? Kaputt. War es das jetzt mal? Wie geht's noch weiter nach oben? Ja. Können wir diesen Baum wieder scannen? Nee. Kann man da aber irgendwas holen aus der Mitte? Nee, da fällt man durch. Warum kann ich nach hier oben gehen? Das ist ja immer die Frage, ne? Warum kann man irgendwo hin, wenn es eigentlich nichts bringt? Kann ich von hier oben schon welche wegsnipern? Geht es? Man sieht gar nichts. Nee, man sieht nichts. Oder musste ich das machen, um hier hinzukommen? Ich glaube nicht. Oh jo. Bam. Und der verfehlt den auch noch hier. Direkt. Was war denn das? So ein Tilger. Das ist ja auch nicht schlecht. So. Haben wir. Okay, wenigstens den haben wir. Gern den Brecher hier auch noch. Jawohl. Jetzt haben wir den wenigstens. Wo ist denn der Tilger? Ist er gerade in der Mitte kaputt gegangen? Weil der da aus Versehen ins Licht gelaufen ist. 400. Können wir das. Nee, dürfen wir nicht speichern. Schade. Weg zu fokussieren. Diese Konsole aktiviert das Reinigungs- Ah. Vielleicht möchten Sie den Bereich durchsuchen. Okay, ich. Bevor dieser Ort uns umbringt, ist es Zeit. Okay, what? Denn? Vielleicht möchte ich den Ort durchsuchen. Das hat er mir beim letzten Mal schon mal gesagt. Und da wusste ich auch nicht, was er von mir will. Gibt es hier noch irgendwas, will er damit sagen? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es nur Spinnerei. Das war beim letzten Mal genauso. Da ich da auch nur weiter rumgesucht und dann zack, war es doch nix. Geht's? Doch, geht doch. War nur wegen dem Kampf. Wunderbar, dann können wir jetzt auch sterben, aber will ich eigentlich gar nicht. Oh, was? Da kommt es! Los, los! Hat geklappt. War aber doof? Nee, war doch nicht doof. Huch! Was war denn das? Hab ich denn da Schaden gekriegt? Hey. Achso. Ist das der normale Weg? Verstärkung. Oh nein. Feinde! So, dann versuchen wir es jetzt nochmal. Und dann laufe ich diesmal nicht in diese Dinger rein, weil die machen anscheinend mein Schild kaputt. So, oh, lauf, lauf, lauf. Yep. Wunderbar, so. Ja, ist natürlich das Blöde, wenn da Feinde ankommen, aber vielleicht können wir die gleich mit einem Feuerding hier eindecken. Zack. Hab keine Ahnung, wie viel Zeit wir haben. So. Können hier vielleicht doch gar nicht mitkommen. Hep. Hep. So, Leute, schnell. Wir müssen hinne machen. Da dürfen wir nicht rein. So. Sind wir hier schon wieder sicher? Müssen wir nur rausgehen? Das wäre natürlich schön. Bam. Ja. Reinigungsfeld entkommen und das Gewölbe verlassen. Lebensfähigkeit erhöht. Ja. Stufenaufstieg. Mann, 25. Die Sache verliert nie ihren Schrecken. Ooh. Nichts wie raus hier.
Ja, yeah, sogar einen Kryokapselpunkt gekriegt. So, nichts wie raus. Haben wir nochmal 5 Dinger gekriegt. 1300, ja. Das war cool, das war gut. Außenposten errichten. Zum Folgen drücken, ja. Das machen wir jetzt. So, dann geht's hier anscheinend wieder raus. Ach, diesmal von hier kann man die aufmachen per Hand. Ist es warm? Nee, hier ist immer noch Schnee. Aber ist es vielleicht nicht mehr ganz so kalt? Warum ist denn das jetzt grün? Pathfinder, die Lufttemperatur ist seit der Aktivierung des Gewölbes um 13 Grad gestiegen. Aha. Aufgrund der geringeren Wolkendecke wird die Sonnenenergie dramatisch ansteigen. Ah. Unsere Leute können hier ein neues Leben beginnen. Wunderbar. So, dann haben wir die hier schon mal gerettet. So, dann gucken wir auf die Karte. Dann fahre ich jetzt nämlich. Ja. Irgendein interessanter Ort nur. Oh, da müsste ich auch nochmal hin. Achso, da kommen wir bestimmt automatisch hin. Mineralien. Die sind aber auf dem Berg. So, dann fahren wir jetzt einfach nach dahin. So machen wir das. So, wir sind angekommen, so wie es aussieht. Oder? Die haben mir gerade gesagt. Achso, ach nee, so bis hier. Die haben mir gerade gesagt, ich soll den Nomad anhalten, aber. Aber mir ist nicht klar, warum. Wahrscheinlich wird es gleich noch doller blinken und irgendwann anfangen zu vibrieren. Dieser Ort eignet sich für einen Ja. So, mal aussteigen und jetzt. Können wir den mal hier? Außenpostensender. Das war eine echte Herausforderung. Und dringend wir brauchen nötig. Zusätzliche Wärmelampen für die neuen Zivilisten. Sie schauen nicht persönlich vorbei? Die Errichtung eines Außenpostens ist eine große Sache. Danke, aber ich verzichte. Mir sind klimatisierte Räume lieber als diese Extreme. Ernsthaft, Ryder. Gouverneurin Shai sitzt mir wegen dieses Außenpostens im Nacken. Wären die hiesigen Angara nicht an Bord, hätten wir ein Problem. Wir sind uns doch mit ihnen einig, oder? So viel sie auch erreicht haben, Pathfinder. Wir können es uns nicht leisten, unsere Nachbarn zu verärgern. Hä? Ja. Ich bin so vorgegangen, wie ich es für richtig hielt. Aber keine Sorge, wir wurden eingeladen. Gut. Wir brauchen jedes bisschen Lebensfähigkeit. Vor allem nach dieser Sache mit der Kett-Einrichtung. Volt hilft uns weiter. So kalt es dort auch ist, verbessert es doch die Chancen der Initiative. Aber sie müssen noch mehr finden. Wir sind natürlich niemals wirklich fertig. Der Kampf ums Überleben ist nichts, das einfach so endet. Außerdem wäre da noch etwas anderes. Es geht um eine formelle Angelegenheit. Um ein Statement für die Archive. Ist das wirklich der richtige Zeitpunkt dafür? Pathfinder war immer ein Symbol. Wie die Außenpostenflaggen im öffentlichen Bereich. Die Leute brauchen eine Verbindung zur Realität dort unten. Wenden Sie sich an sie, Pathfinder. Sagen Sie ihnen, was das hier für uns bedeutet. Okay. Ja, wir machen so. Volt ist mehr, als irgendjemand geahnt hatte. Eine empfindliche Niederlage für die Cat und für die Angara so vieles, was sie wiedererlangen können. Und für uns ist es schon jetzt ein gewaltiger Schritt. Wir brauchten Vorräte, wir fanden Partner. Aufzeichnung abgeschlossen, Pathfinder. Erdessen Ende. Ja, 99%. Welten zur Überprüfung finden. Okay. Noch ein. Als ob. Jetzt können wir 2 auf einmal machen. Okay, Frau Blake. Ich habe einen geeigneten Standort für einen HNS-Empfänger gefunden. Okay. Pathfinder. Machen wir einfach mal. Der Nachpunkt ist verzeichnet. Müssen wir mit der reden? Bringt das was? Hallo. Freut mich, Sie kennenzulernen, Pathfinder. Ja. Priya Blake. Ja. Gut, dass Sie hier sind. Gut. Was ist los? Nein. Zumindest einige meiner Bohrtechniker sind. Okay. Wir haben versucht, sie per Funk zu kontaktieren, aber die einzige Antwort war Rauschen. Okay. Ja. Wissen Sie, wohin Sie wollten? Ich kenne die Route, aber... Und Ihre Forschungsnotizen haben uns auch nicht weitergebracht. Es ist meine Aufgabe, für die Sicherheit dieser Leute zu... Okay. Machen. Und was mache ich? Ja, ich mach das schon. Ja. Wenn Sie das sagen... Ihr Forschungslog ist im Labor.
Okay. Vielleicht kann ja ihre KI die beschädigten Daten wiederherstellen und daraus einen NAV-Punkt ableiten. Nee, okay, danke. Ich sollte mich besser auf den... Ja. Kommen Sie wieder. So. Oh. Verschollene Wissenschaftscrew? War das schon ein bekannter Quest? Ach, jetzt haben wir hier auch wieder so viel zu entdecken und dann bestimmt sind wieder 100.000 Quests unterwegs hier. Sieht man aber irgendwas? Nee, hier wird gar nichts angezeigt, questmäßig. Ja, jetzt ist mein Schiff auch da. Erinnerungsding, Labor nach Hinweisen, ja, können wir machen. Empfänger auf Welt aufstellen. Ach so. Jo, oben? Was? Ach so, na gut, dann fahren wir wieder von der Seite hoch. Aber dann gehen wir jetzt erstmal ins Labor. Und dann müssen wir auch erstmal noch die ganzen Punkte vergeben. Und Liam austauschen. Der ist ja... So, und jetzt muss ich die Loks finden. Da. Diese Kiste enthält den Prototypen eines manuell geführten Eisbohrers. Gut. Okay. So. Dann entwickeln Sie also eine tragbare Bohrmethode. Zum Naftpunkt, okay. Ist hier auch noch was? Hallo, was hier los? Nix. Yep. Ist aber auch noch kaum Leute da, ne? Obwohl hier schon alles so toll ist. Weiß gar nicht, wo man jetzt die Leute hier um... Gibt's da so ein Teil zum Umbauen, dass ich jetzt Liam austauschen könnte und nehme dafür irgendwen anders mit? Nee, ne? Ach, da! Jawohl. So. Ausstattung bestimmt. Bei denen haben wir ja alles getan, was wir konnten. Oh, ich kann noch mal gucken. Ich habe ja zwischendurch Sachen auch hier gefunden. So, das ist auch Ranger, das ist auch Ranger, das ist alles das Gleiche, ne? Cat-Fusion, ne, dann machen wir hier Ranger. Zack. Das sieht ja cool aus. So, ist alles vier. Oh, ne. Da haben wir jetzt noch ein paar mal vier. Initiative-Panzerung brauchen wir nicht, ne? Das hat nur Schildleistung. Das hier hat Tech-Kraft. Ja, ja. Geht alles auf Tech. Jetzt sehe ich aus wie so ein... Richtig badass, Angara. Jawohl. So, dann... Ist es da auf dem... Nee, ist gar nicht da auf dem Berg. Signalempfänger auf... Ach so. Hier hinten? Naja. Na gut, da können wir ja dann hinreisen, aber dann mache ich jetzt erstmal noch den Erinnerungsauslöser. Wer da auch? Achso, dann mache ich auf die Tempest zurück. Und dann fahren wir auf den Berg da drauf. Da kann man dann bestimmt auch wieder irgendwann irgendwas Tolles erreichen, wenn man den aufgestellt hat. So. Ist... Die Temperatur so, hier ist hier hoch. Ja. Dann wird es ja aber bestimmt immer wärmer hier, ne? Und irgendwann kann man da komplett... Das ist... Ach, hier, ja. Kann man komplett ohne irgendwas rumrennen. Allen geht's gut dabei. Ah ja, da ist die Siedlung. Naja, das bauen die aber immer schnell auf. Ne? Haben die alles vorbereitet immer. So. Haben wir gemacht, aber hier sind noch mehr, ne? Auf dem Planeten. Nee, doch. Hier ist noch eine, ja. Gut, dann stellen wir jetzt immer noch den Sender auf. Das sieht ja so aus, als ob man da einigermaßen hochkommt. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. So, mal gucken, ob wir da jetzt problemlos hochfahren können. So, jetzt machen wir aber erstmal Schluss. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann in Richtung der großen Kettenanlage bewegen. Also dann bis zum nächsten Mal bei Mass Effect Andromeda.